I wanna fly away, where there's no TVs and the people don't know my name. Hallo meine Hübschen, wie ihr oben gelesen habt, habe ich heute mein Unboxing für euch. Und zwar habe ich mir ein neues Schätzchen gegönnt, und zwar das neue iPad. Und zwar, ich habe mir das iPad, die 6. Generation mit Wi-Fi und Cellular rausgelassen. 32 GB hier. Natürlich in dem wunderhübschen Roségold, passend auch zu meinem Handy. Ja, wie ihr seht, es ist noch original verschweißt. Wir machen es jetzt mal zusammen auf. Ich freue mich tierisch. Extra eine Schere da, dann machen wir das Ganze mal nackig. So, los geht's. Die Hülle runter. So, die Hülle ist ab. Schau, allein der Karton ist doch so schön, oder? Was sagt ihr? So, dann holen wir das Schätzchen mal raus. Vorausgesetzt, ich kriege den Karton auf. Ah. So, meine Hübschen. Da ist es, das Schätzchen. Ist es nicht wunderhübsch? Perfekt passend für meine Fingernägel. Ja. So sieht das hübsche Teilchen aus. So. Ich lege es mal auf den Tisch, dann zeige ich euch, wie der Karton von innen aussieht. Und zwar so. Hier unten das Ladekabel. Und hier oben... Schauen wir mal, was das hier ist. So sieht es aus. Schaue ich mal, wie man das hier aufmacht. Ach, das kommt hier oben raus, okay. Ach, genau. Mhm. Ein Apple-Aufkleber ist wieder dabei. Und die Beschreibung, okay. Das ist hier so edel drinnen. Drunter sieht man dann den Stecker. Ich hole ihn mal raus. So sieht er aus. Der ist richtig schwer, ganz massiv. Mhm. So sieht er aus. So. Genau. Und so ist es dann wieder zusammengepackt. Also das war hier drunter. Dann ist hier noch klar die Folie drauf. Anschalten werde ich es jetzt noch nicht. Ein First Impression Video werde ich extra noch drehen. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur das Unboxing mit zeigen. Ich habe mir zusätzlich noch eine Hülle bestellt. Die ist hier drinnen. Die können wir uns auch noch zusammen anschauen. Auch hier ein Unboxing ist auch noch zu. Das kam jetzt glücklicherweise heute. Und dann machen wir das hier mal auf. Yay, yay. Genau. Natürlich auch in Roségold habe ich mir das bestellt. Und zwar so sieht die Hülle aus. Genau. Wir können überall hier Tesafilm machen wir gleich mal auf. Und holen die Hülle heraus. Oh ja, die ist ganz schick. Gefällt mir. Mhm. So sieht sie aus. Von hinten. So, durchsichtig. Wenn man aufklappt, so. Ich nehme mal kurz die Verpackung raus. Ist, so dicker Kunststoff. Mhm, doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist eine richtig schöne Hülle, die man natürlich auch so knicken kann. Ne, so zum Aufstellen. Ja, genau so eine wollte ich haben. Hier das Loch für die Kamera. Ja, sieht schön aus, gefällt mir wirklich gut. Genau. Ja, das war's gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt nur mein kleines Unboxing. Und wie gesagt, ein First Impression Video folgt. Da muss ich mir jetzt kurz erstmal ein wenig einfuchsen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ich hab euch lieb. Ciao.